Toten suchen die Lebenden, um deren Körper in Besitz zu nehmen. Das glaubten vor 2000 Jahren die keltischen Druiden. Sie feierten mit Halloween das Ende des Sommers. Heute geht es wesentlich harmloser zu. Kinder schnitzen Kürbisgesichter. Wie Allerheiligen und Halloween zusammenhängen, erklärt Pater Thaddäus vom Kloster Gerlewe. Halloween und Allerheiligen haben zumindest teilweise eine gemeinsame Wurzel. Das Halloween-Fest, was wir so kennen aus dem irisch-keltischen Ursprung, hat wahrscheinlich auch eine Wurzel im Austreiben böser Geister durch Krachmachen, durch diese Figuren, durch diese Kürbisgesichter. Der Name Halloween ist wohl eine Verballhornung des englischen All Hallows Eve und meint den Vorabend zum Allerheiligenfest. Seit dem 9. Jahrhundert feiert die katholische Kirche am 1. November das Fest. Allerheiligen ist das Fest, gemeinsam mit dem Allerseelentag, der danach ja angesiedelt ist, an dem wir uns dessen bewusst werden, dass die kirchliche Gemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft, nicht mit dem Tod endet. Wir glauben daran, das ist eine Grundbotschaft unseres Glaubens, dass derjenige, dessen irdisches Leben zu Ende ist, nicht einfach verschwindet, sondern dass das Leben in einer anderen Weise, die uns nicht erklärbar ist, noch nicht erklärbar ist, weitergeht. Ein Fest also, das weniger mit dem Tod als vielmehr mit dem Leben zu tun hat. In der Ostkirche feiert man Allerheiligen übrigens um Ostern, dem Fest der Auferstehung. Erst später verlegte die Westkirche den Termin in den November. Hintergrund ist nun nicht mehr Ostern, sondern die sterbende Natur, durch die die ewige Welt der Heiligen sichtbar wird. Bei den Heiligen denken wir daran, dass es Menschen gibt, an die wir uns erinnern, deren Leben in diesem Sinn gelungen ist, wo wir zuversichtlich sind, dass sie das Ziel ihres Lebens erreichen oder erreicht haben. Und die deswegen in dieser über die Schwelle des Todes hinausreichenden Solidarität für uns gut sein können, dass wir uns an sie wenden können, auch mit Bitten und Anliegen, von denen wir glauben, dass sie uns Gutes tun. Und dass man Feste dann doch am besten feiert, wie sie fallen, weiß der Benediktinerpater aus eigener Erfahrung. Wir haben das hier in Gerlewe in den letzten Jahren einige Male mit Familien gemacht. Halloween, All Hallows Eve. Eine schöne Feier, wo wir nicht mit Süßes, sonst Saures durch die Gegend gezogen sind, sondern wo wir uns an dieser Gemeinschaft gefreut haben. Das geht gern auch mit Kürbisfiguren und Leuchten und Lichtern. Aus dieser Überlegung heraus, dass wir in dieser wunderbaren großen Gemeinschaft des Glaubens über den Tod hinausstehen. Und ich glaube, wenn man so diesen Hintergrund da rein hat, da drin hat und sich dann einen richtig schönen Abend macht, dann würdigt man das Fest Allerheiligen auf ganz gute Weise.